Ein Junge namens Paul sah von Weitem ein paar Pferde, die probierten, zwei Halbkugeln auseinanderzuziehen. Er fragt eine Zuschauerin: Was ist denn hier los? Ich glaube, die machen hier ein großes Experiment. Und wenn du es genau wissen willst, dann frag die Assistentin Emily. Ich hab mal eine Frage. Was machen die Pferde dort? Das ist ein Experiment. In den Halbkugeln wurde die Luft rausgezogen. Jetzt ist so gut wie keine Luft mehr drin. Innen sind wenig Teilchen und außen sind mehr Teilchen. Der Luftdruck hält jetzt die Halbkugeln zusammen. Und jetzt wollen wir halt versuchen, dass die Pferde es auseinanderziehen. Um die Halbkugeln auseinander zu bekommen, müsste man Luft reinpumpen. Ach so, danke. Das Auseinanderziehen der Halbkugeln haben die Pferde nicht geschafft. Dasselbe hat Otto von Guericke vor 360 Jahren durchgeführt, um das Vakuum zu beweisen. Braucht man das noch heutzutage? Ja, braucht man. Zum Beispiel braucht man es für Saugnäpfe und um Lebensmittel haltbar zu machen.